Wie geht's? Danke, gut und dir? Sehr gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Luca. Und wie alt bist du, Luca? Ich bin 11 Jahre alt. Sehr gut, Luca. Wo wohnst du? Ich wohne in Bitte. Hast du Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Ich bin ein Einzelkind. Sehr gut. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe sind schwarz, blau und rot. Okay. Welche sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Fußball spielen, Tennis spielen und Rennen. Und Rennen, sehr interessant. Wie heißt unsere Geschichte von heute? Unsere Geschichte heißt Hänsel und Gretel. Kannst du bitte schon ein bisschen erzählen? Sag mir bitte. Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel sind Brüder und Schwestern. Sie leben mit ihren Eltern am Waldrand in einem kleinen Häuschen. Hänsel und Gretel spielen gerne im Wald. Aber ihre Mutter sagt, geht nicht in den Wald, das ist gefährlich. Und wirklich eines Tages, sie sich verlaufen im Wald. Die Kinder haben Angst. Die Kinder schlafen unter einem Baum ein. Aber am nächsten Morgen, sie suchen ihren Häuschen. Aber Hänsel sagt, schau mal, Gretel, dort unten ist ein kleines Häuschen. Aber das Häuschen ist seltsam aus. Die Säule ist aus Lutschtagen. Das Dach ist aus Schlagsahne. Die Fenster sind aus Schokolade. Die Tür ist ein Keks. Die Stufen sind aus Bonbons. Okay. Eine alte Frau öffnet die Tür. Sie sagt, hey, hallo Kinder, gefällt euch mein Häuschen? Kommt doch herein. Das alte Frau scheint gut und freundlich, aber sie ist in Wirklichkeit eine Hexe. Die Hexe sperrt Hänsel sofort in einem Zimmer und Gretel muss im Haus. Im Haus arbeiten. Sehr gut. Eines Tages, Gretel hat eine Idee. Sie schiebt die Hexe in der Backofen. Dann, Gretel sagt, Hänsel, die Hexe ist in den Backofen. Sehr gut, Gretel. Und Hänsel und Gretel laufen im Wald und finden ihren Haus und umarmen ihre Eltern. Okay, sehr gut. Tschüss. Tschüss.